Ja, wir sind ja hier in Witzenhausen und wenn ich gefragt werde, Witzenhausen, was ist denn das, wo ist denn das, dann ist es Oberflächen natürlich eins dieser hessischen Fachwerkstädtchen hier im Werratal. Für mich als Norddeutschen war das vor 15, 16 Jahren, als ich das erste Mal herkam, wirklich so ein Märchenland. Aber das ist gar nicht so provinziell, wie man immer denkt. Ne? Also es gibt diese Kolonialgeschichte hier. Ich selber bin damit zum ersten Mal in Berührung gekommen, als ich in dieses Museum, es nannte sich damals dann eben Völkerkundemuseum, über den Namen wird heute diskutiert, als ich in dieses Museum gekommen bin. Und Museum ist vielleicht sogar übertrieben. Das ist ein kleines Fachwerkhäuschen, randvoll gestopft mit Kuriositäten, mit gesammelten Gegenständen, teilweise ja, recht fragwürdiger Herkunft. Und da fragt man sich heute natürlich auch, was soll das Ganze? Aber wenn man das auf sich wirken lässt, dann geht das eben sehr tief, weil man so einen direkten Zugang bekommt. Ich gehe da rein, es ist alles sehr, sehr verstaubt und sehr altmodisch. Und, aber es ist auch, es wird mir auch keine Meinung dazu übergestülpt. Es wird mir auch nichts dazu wirklich erzählt, sondern ich merke einfach, das ist ein lebendiger Teil der Geschichte dieser Stadt. Und ich meine, Witzenhausen als so Städtchen, äußerlich betrachtet, gerät man nicht unbedingt in den Verdacht, weltgeschichtlich irgendwie relevant zu sein. Aber wenn man in diesem Museum steht und all diese Dinge betrachtet und so direkt damit konfrontiert ist, dass das ein Teil von Witzenhausen ist, was da in aller Welt gesammelt wurde, unter welchen Umständen auch immer, dann merkt man eben irgendwie, das ist sehr, sehr nah. Das ist einem sehr nah. Das ist anders, als wenn ich in London im großen Museum stehe oder im Naturkundemuseum in Berlin oder so, wo alles sehr distanziert ist. Und hier merkt man eben, das ist auch Teil meiner Geschichte, das ist Teil meiner Lebensrealität. Und das beeindruckt mich eigentlich immer wieder, wenn ich diesen Ort besuche.